Ja, und damit begrüße ich euch zurück auf YouTube in der dritten Folge bei The Last of Us Part 2. Gucken wir uns hier mal um. Ah, da liegt wieder was. Neue Munition, wunderbar. Nachladen R2, alles klar. Will ich da runter? Will ich da runter? Wir gucken uns erstmal hier um. Ah, wir müssen da runter. Okay, Bauchlage. Ja, also. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, gebe ich dir voll und ganz recht. Franzi, wer das erste Spiel gespielt hat und mochte, das, bei dem war klar, dass er auf Teil 2 gehypt sein wird. Das Game ist absoluter Hammer. Ah, nee, nee. Ich hätte gerne noch ein bisschen Munition. Also Teil 1 habe ich bis auf erbarmungslos durchgezockt. Der Schwierigkeitsgrad war allerdings ein bisschen zu krass für mich. Den habe ich damals nicht geschafft. So kann man es auch sehen. Dark, so kann man es auch sehen. DVD ist ein Spiel für die breite Masse. Ja gut, ist. Hallo, hallo, wie war das jetzt hier? Last of Us im Grunde auch. Habe ich Lauschmodus noch? Tatsächlich. Bleib geduckt um die Schirme. Zack. Boah. Hast du Genick gehört? Aber andersrum, Dark, es sind zum Glück nicht alle Geschmäcker gleich. Sonst wird jeder nur DVD spielen oder COD. Oder was auch immer. Und es käme keine Vielfalt in die Spielewelt. Wer hat da nicht übelst lange drauf gewartet? Im Grunde alle, die wirklich drauf gewartet haben, haben ja, seitdem der erste Teil raus war, darauf gewartet. Da waren wir schon, ne? Mal schön. Kopf, Kopf, Kopf. Jawoll. Was?
Au! Aua! Verdammt, jetzt brauchen wir aber ein bisschen Leben. Ja. Aber wieso hattet ihr uns gesehen oder gehört oder bemerkt? Oh, Muni. Ja, wunderbar. Komm, nimm die Muni. Hier noch irgendwas? Hey, bleib mal gehockt. Bleib mal gehockt, Madame. Oh, ja, wunderbar. Voll. Wieder voll. Das kann passieren, Madame. Ich schwunge nicht um. Dreh dich nicht um. Die Madame hat nämlich keinen Schalldämpfer drauf. Das ist nicht so gut. Gut, jetzt geht er. Jetzt geht er. Geht er, geht er. Geht doch! Oh, gucken wir mal hier um die Ecke. Da läuft einer. Da läuft einer. Guck mal. Wo ist der zweite hin? Da kommt er. Ich will nicht rumballern. Ich habe Angst, dass ich andere mal Freaker. Sag ich schon Freaker. Ich andere anlocke. Ich habe hier aber auch noch nichts, womit ich werfen kann. Komm, mach hinne. Mach hinne, Madame. Das war knapp. Glaube ich. Hätte man auch riechen können, alles klar. Ach so, da zwischt durch. Wo ist die Patrouille? Na los, hier lang.
Bin hinter dir. Ist das nicht kalt für die Pferde an den Hufen? So durchs Wasser zu eiskalte Wasser? Wegen Jesse? Nein. Wir waren doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Also hey, galoppieren können wir hier gerade nicht. Zu erzählen. Ja. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Klappe. Ah, komm. Jupp. Du kannst schon mal da anwenden. Hey. Willst du was Spektakuläres sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Ja, bin ja schon da. Waffen können wir noch nicht ziehen. Okay. Erstmal umschauen hier. Ja, Madame. Da war was. Jawohl. Eine Gewehrmunition, Patrone. Ob es eigentlich die Fireflies noch gibt. So ganz vereinzelte, zersplitterte Gruppen. Oh, Gespräch. Na, wie findest du die Aussicht? Das ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Fuck. Ach so. Ich hab gedacht, das wären noch Cutscene. Mit wem warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Ja, oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Oh. Soll ich vorgehen oder gehst du vor? Oh, du gehst vor. Okay. Auf das wir 73 auch. Herzlich willkommen. Auf dass wir auch 73 werden. Jo, ich hab's gerade mitbekommen. Vielen Dank, Franzi. Also runter kommen auch wieder, alles klar. Trag uns ein. Ja, wo denn? Was war das hier? Das war früher ein Funkturm. Oh, was haben wir denn da? Ja, genau, eine Wasserpfeife. Ich wette, die Bon gehörte Eugene. Das ist meine. Er hat sie mir geschenkt. Hey, du hast nicht zufällig Gras dabei? Ach, schön wär's.
Eugene hatte immer was dabei. Das ist ja geil. Oh. Was haben wir denn da liegen? Schrott. Ah, die alten Waffenteile. Oh, da ist noch mehr. So, mal hier gucken. Da mal noch was. Ja, Munition. Auch nicht schlecht. Nur keine Angabe, wie viel. Alles klar, müssen uns nur eintragen. Ach, wir müssen wir selber machen. Naja, in dem Game müssen irgendwie alles machen. Lesen. Diana Eugen, alles okay. Haben ein Wildpferd gefunden, das im Eisfest ist. Rausgeholt, bringen es ins Lager. Wir lassen den nächsten Posten aus, alles klar. Tommy und Joel, jawohl. Zwei Klicker bei der Tankstelle, erledigt, sonst alles okay. Komm. Am Anfang musste sogar Gitarre spielen. Hier in dem Game. Die Stadt ist unser letzter Halt. Schau mal. Ja, war echt nice gemacht. Was? Und eine kleine Schneeballschlacht haben wir schon gemacht. Den großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Haben die jetzt zwei Städte? Ein Supermarkt? Yep, da kommen wir unterwegs dran vorbei. Senden uns was? Okay, dann haben wir schon mal alles entdeckt. Oh, da oben noch. Ach, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Route. Yep, das ist sie. Das ist auch cool gemacht. Ich sehe einen Sturm. Morgen wird man gut Schlitten fahren können. Gehen wir zurück zu den Pferden. Das fand ich jetzt auch cool gemacht. Mit dem Fernglas, die Aussicht. Frage. Untersuchen. Hast du die Klamotten gestern schon an? Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind alles klar. Dark. Und naja, auf jeden Fall viel Spaß dabei. Danke. Sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein, am Alter. Nach einem langen Leben. Du? Niemals, echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du gerade sagen? Du würdest wahrscheinlich an Verkühlung sterben, weil du im Schnee Stoppschuhe trägst. Ich habe heute Stiefel an. Ups, habt ihr das gerade gesehen? Weißt du, wie du sterben wirst? Hab ich schon direkt einen kleinen Bug gefunden. Und alles nur, weil ich Starks Kommentar gelesen habe. Nein, vielleicht.
Ja, das hättest du wohl gern. Oh, wo sind wir denn hier? Was ich ja mega krass fände, wäre, wenn sie so ein oder zwei Location aus Teil 1 nochmal reingepackt hätten. Wo dann irgendwas Neues jetzt passiert, klar. Aber wo man dann halt diesen Flashback hätte, wo man sagt, ey, könnt ihr euch erinnern, in Teil 1, dass das und das hier passiert. Warum kann ich absteigen? Können wir hier erstmal was untersuchen, oder wie? Was weißt du über diesen Ort? Ist eine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit hier raus. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Was machst du heute Abend? Ich dachte, ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Alles. Jo, bis später. Ja. Die Wohnwagen sind süß. Farbende Häuser. Hab dich gefunden. Meinst du, wir sind vorhin mit sowas verreist? Und da liegen Pillen, da liegen Pillen. Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt. Zusätze lassen sich neue Fähigkeiten erlernen. Oder auch in ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Lauschmodus, Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Begib dich im Lauf schnell, alles klar. Schnellere Medikits. Erhöhe die Geschwindigkeit bei der Verwendung eines Medikits. Okay. Erhöhe die maximale Gesundheit. Wie viel habe ich noch? 7, ne? Durchstehen, du. Überlebst normalerweise tödlichen Schaden mit geringer Gesundheit. Alles klar. Was haben wir hier? Medikit herstellen. Kann man nicht. Und hier Tagebuch. Aha. Diana hat gefragt, ob ich zum Tanzabend gehe und sie hat meinen Arm berührt. Arg, ich bin echt gestört. Jetzt sei kein Idiotin, sie ist zu allem so. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Heute war es total verrückt, ich habe Angst, bin aufgekratzt, ängstlich, ich muss das einfach wegpennen. Okay, da sollten wir zwischendurch auch mal reingucken dann. Du bist ja auch reingekommen. Halt! War da noch was? Sah grad so aus. Nee. So, Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Da werden wir nicht reinkommen. Hier waren wir drin. Er mag diese schlechten 80er Actionfilme. Fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlitten fahren. Das klingt gut. Ja. Wollen wir uns danach treffen? Okay. Tabletten wieder. Wunderbar. Gewehrmunition. Oh, die nächste Sammelkarte. Superheldenkarten, auf die du so stehst, oder? Oh ja. Tesseractor. Okay. Tesseractor. Echter Name unbekannt. Intelligenz 80, Muskelkraft 60, Zugehörigkeit Society of Champions.
Diese mysteriöse transdimensionale Wesen war eines Tages einfach da und niemand weiß, woher oder wann es gekommen ist. Seine Fähigkeit, sich nach Belieben im vierdimensionalen Raum zu bewegen, hat schon viele Kämpfe entschieden, wobei ihm der Einsatz dieser Kraft schwach und wehrlos wie ein Neugeborenes zurücklässt. Der Spitzname Tesseractor stammt von der Society of Champions, da das Wesen behauptet, keinen Namen zu haben. Es wird allerdings vermutet, dass Tesseractor seine wahre Identität einfach nur für sich behalten will. Neutral. Worum geht es bei Curtis und Viper 2? Okay, also zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und ich glaube, in diesen kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Das interessiert mich mehr, als ich gedacht hätte. Okay, der Jüngere, Viper, ist ein Ninja. Und er ist echt total krass. Und wie alt ist er im ersten Film? Zehn. Warte, wie viele Teile gibt es davon? Ich glaube, es sind vier. Joe hat den letzten noch im Kino gesehen. Ist das nicht irre? Ja. Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Ganz bestimmt. Was macht dich so sicher? Ich meine, was, wenn alle wie wir sind? Und Tag für Tag nur überleben? Naja, ich schreibe Musik, also wenn man eine Kamera hat. Oh, hier kommen wir echt nicht hoch. Tatsächlich. Zigaretten. Tja, ich glaube, dann können wir weiterreiten. Wo sind wir denn hier? In der Jackson Street. Warte, Moment. Es gibt Original-Ellie-Lieder? Warum Was? Hast du mir keins vorgespielt? Ellie-Lieder? Ich weiß nicht. Komm schon. Spielst du mir eins vor? Nachher? Ich denk drüber nach. Ach, da sind die Pferde. So, und ja, an dieser Stelle machen wir kurz Pause. Ich verabschiede mich von YouTube für diese Folge. War schön, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, es geht morgen schon weiter. Bis dahin, alles Gute. Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft.